Ja, hallo bei der Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr hier diese gepolsterten Stühle bauen könnt. Alle Materialien, die wir brauchen, seht ihr hier. Das Glowstone kann man natürlich auch durch eine x-beliebige Lichtquelle verändern. Ich zeige aber dann noch was anderes, dann braucht man nämlich nicht eine Lichtquelle. Und für was ihr überhaupt eine Lichtquelle braucht, das zeige ich euch auch. Also zunächst mal basiert dieses Prinzip darauf, dass man einen Banner hat, auf dem oben drauf ein Stuhl steht. Ja, also eine Treppe steht, die dann hier einfach das Banner so dranhängt, dass das so... Also im Endeffekt sieht das einfach nur so aus, als würde es da so dranhängen, aber das ist eigentlich gar nicht so. Denn das Banner steht ja, wie man ja hier schön sehen kann. Gut, die Idee hierzu ist auch nicht so neu, die kann man auch öfters mal sehen. Aber ich dachte mir, ich zeig's einfach mal, weil selbst wenn sie nicht neu ist, aber heißt ja nicht, dass alle Leute kennen müssen. Die Lichtquelle wird hierfür benötigt, damit dieses Banner hier, ich zeige es einfach gerade mal, wenn man hier zum Beispiel keine Lichtquelle hat, dann wird das Banner nämlich schwarz. Das liegt daran, dass dann der unten dunkel ist. Somit wird das Banner ja auch dunkel und dann überträgt es das oben drüber auch. Man kann aber auch jetzt zum Beispiel einen Block nehmen, der lichtdurchlässig ist, wie zum Beispiel hier diese Kolben oder eine Glasscheibe. Bei Kolben sind halt lichtdurchlässig, obwohl man nicht durchgucken kann. Deswegen sind die dafür echt super geeignet. Aber wie in den meisten Fällen benutze ich hier einfach Glowstone. Ich zeige mir mal das Ganze, wie man baut. Ich platziere zum Beispiel hier einen Glowstone-Block. Vorne dran hier das Banner. Hier eure Treppe, euren Stuhl im Endeffekt. Hier müsste dann eure Wand sein oder halt irgendwas anderes. Dann könnt ihr noch hier links und rechts Falltüren dran machen und dann wäre das Ganze hier eigentlich schon fertig und euer Stuhl wäre gemacht. Das kann man natürlich ein bisschen variieren, indem man die Banner auch noch anders hinstellt oder halt die Stühle auch anders macht. Da kann man auch eine Menge Kram draus machen, weil halt wirklich viele Variationsmöglichkeiten da sind. Eins der Nachteile ist natürlich, dass man einen Block nach unten muss und halt immer hinten dran eine Lichtquelle platziert haben muss oder halt den Block einfach freilässt. Aber wie gesagt, sobald ich es hier zubauen würde, würde das Ganze gehen. Das Ganze funktioniert auch leider nicht unterhalb des Banners. Ich kann das Ganze mal kurz zeigen. Also wenn ich jetzt hier das Banner auf dem Glowstone-Block draufstelle und hinten dran die Wand normal zubaue, wie es sich gehören würde, dann wäre das Banner auch schwarz. Also das heißt, ich kann nicht einfach das dahin bauen. Seitlich geht es auch nicht. Beziehungsweise, oh doch, seitlich geht es schon. Entschuldigung, aber ich meine eigentlich seitlich geht es nicht wegen den Falltüren und weil man, also man hat ja meistens keinen Stuhl, der dann irgendwie hier so von Mauern eingefärscht ist. Deswegen geht es grundsätzlich seitlich nicht im Sinne von ja, es ist halt baulich meistens blöd. Deshalb macht man es eigentlich immer so. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Probiert einfach mal ein bisschen aus, experimentiert ein bisschen rum. Man kann natürlich auch andere Sachen aus Fichtenholztreppen hier in dem Fall nehmen. Ansonsten, bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.